Mein Name ist Tamara Berges. Ich bin, sagt man, hellsichtig und ich arbeite damit, um das ganz, ganz kurz zu fassen, um das ein bisschen länger zu fassen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten gefunden, mit einer Form der Hellsichtigkeit Menschen zu helfen. Das heißt also tatsächlich im therapeutischen Sinne, aber auch tatsächlich in der Struktur im Körper. Durch meine Art der Hellsichtigkeit kann ich auch in den Körper sehen und kann dort die Problematiken finden und kann dann behandeln. Ich habe eine Menge Zusatzausbildungen gemacht, unter anderem kinesiologisch, Touch for Health und Visotonics, was auch immer. Aber das ist eigentlich nur das Draufsetzen auf diese hellsichtige Fähigkeit, das Handwerkszeug, das ich noch dazu gelernt habe. Patienten können auf mich zukommen mit jeder Art der Beschwerde, ob das jetzt psychische Probleme sind, ob das rein wirklich körperliche, strukturelle Probleme sind. Wir werden erstmal herausfinden, woher kommen diese Probleme. Also es kann auch jemand zu mir kommen, der sich ein Bein gebrochen hat. Gerne, kein Problem. Ich hoffe nur, dass er vorher beim Arzt war und sich das Bein geschient hat. Aber wir werden herausfinden, warum hat er sich das Bein gebrochen unter Umständen. Wir gucken in die Struktur, wir gucken in den Körper, wir gucken in die Seele und wir gucken in seine Vergangenheit und in seine Zukunft. Das sage ich immer ganz gerne als Schlagworte, denn diese Dinge gehören zusammen, ja, vor allem die Seele. Ich schildere jetzt einfach ein Fall in meiner Praxis vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Ich darf das so schildern. Es kam eine junge Frau zu mir, die litt sehr lange unter Akne. Das haben viele junge Frauen, aber es fing bei ihr sehr plötzlich an. Das heißt also, sie hatte überall Pickel und Pustel und konnte sich das selbst nicht erklären. Wir sind dann ein bisschen in die Tiefe gegangen. Wir haben nicht geguckt, was sagt die Haut. Also der erste Punkt ist natürlich dermatologisch zu gucken, was sagt die Haut. Aber Haut ist ein Ausleitungsorgan. Das heißt, wir mussten erst mal gucken, woher kommt diese Problematik. Akne ist, sage ich jetzt mal, auch psychisch für jemanden, der jung ist. Sie war relativ jung, ein ganz großes Problem. Das heißt, ihr Umfeld hat auf sie reagiert. Es wurde immer dramatischer. Sie wollte nicht mehr in die Schule gehen. Sie wollte zu Hause bleiben und so weiter und so weiter. Was wir letztendlich rausgefunden haben, war, dass sie als kleines Kind einen Unfall hatte und in diesem Unfall allein gelassen wurde. Und sie hatte kurz vor dieser Akne-Problematik nochmal ein ähnliches Erlebnis. Und auch da wurde sie wieder allein gelassen von ihrem, sage ich jetzt mal, Umfeld. Das heißt, sie lag auf der Straße, war mit dem Fahrrad gestürzt und man hatte sie nicht bemerkt. Sie war eine Böschung runtergefallen und keiner hatte ihr geholfen. Sie hat sich dann letztendlich selbst aufgerappelt, war also zerschunden, ging dann nach Hause. Dort wurde sie betreut. Aber dieser eine Moment, dass sie eben allein im Graben liegt und erschrocken ist und es geht ihr schlecht und keiner kommt und es fuhren Autos vorbei und keiner wollte ihr helfen. Und diese Problematik sind wir noch einmal durchgegangen, nachdem wir sie rausgefunden hatten. Ich durch meine seherischen Fähigkeiten und sie hat mir sehr geholfen und es hat nicht länger als eine Woche gedauert und dann war alles wieder so, wie es vorher war und wir haben diese Problematik gelöst und das ist eigentlich ein ganz angenehmer, sehr schöner Fall. Wenn Sie Lust haben oder wenn Sie glauben, es wäre richtig für Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen, dann würde ich mich sehr freuen. Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, gehe ich in verschiedene Arten der Heilung und ich denke mal, probieren Sie es einfach aus.